Das, was wir jetzt tun, hätten wir sehr, sehr gerne, wie vieles andere in den letzten Wochen und Monaten, in einem ausverkauften Stadion einer alten Försterei getan. Ging leider nicht. Ob und wann wir dazu kommen, werden wir noch sehen. Wir werden fleißig daran arbeiten, sehr schnell hoffentlich wieder Leute da begrüßen zu dürfen und vor Menschen Fußball zu spielen. Aber dann ist es in dem Rahmen hoffentlich auch schön, denn es gibt Menschen unter uns, Spieler unter uns, unter euch, die nach dieser Saison nicht mehr für Union spielen werden. Und da möchten wir dann doch hier in diesem Kreis die Gelegenheit nutzen, uns zu bedanken und zu verabschieden. Wir sagen vielen Dank und alles Gute für den weiteren Weg. Maurice Miguel Opfermann Arconis. Tusche! Wir sagen Dankeschön und alles Gute. Yunus Malli. Yunus Malli providing a catch for Alexander Noble. Yunus, vielen Dank. Und wir sagen vielen, vielen Dank und alles Gute. Kommen bald wieder. Kevin Schlotterbeck. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Ken Reichel. Ken Reichel. Manuel Schmiedebach. Leise! Hallo, Tim. Tim. Hörst du uns? Also, ja, wir sind die, die nicht Fußball spielen können. Vielen Dank und alles Gute, Rafael Giekewitz. Rafael Giekewitz, noch 2 Minuten, erstmal glaube ich, Giekewitz. Tausend Dank und alles, alles Gute, Sebastian Polter. Jetzt wird es schlicht und ergreifend legendär. Union-Geschichte, lebendige Union-Geschichte. Im Winter 2009 ist er nach Berlin gekommen und wäre nach 3 Wochen am liebsten wieder verschwunden, weil es eigentlich einfach alles gruselig war, grau und trist. Der Berliner Winter, ihr kennt ihn inzwischen ja alle auch ein bisschen, kann schon anstrengend sein. Und dann hat er, glaube ich, einfach wunderbare Fußballerlebnisse und wunderbare Jahre mit uns teilen dürfen, uns unglaubliche Momente geschenkt. Er war auch eigentlich eher ein stillerer Vertreter, aber als er im letzten Sommer mit dem umgebundenen Schal und großer Rockstar-Pose im Stadion stand und den Aufstieg gefeiert hat, war das, glaube ich, ein Moment, der viele, viele Unioner zu Tränen gerührt hat. Wir durften heute Zeugen der letzten Spielminuten als aktiver Profifußballer sein
Und wir sind sehr stolz und freuen uns sehr, dass er zwar die Mannschaft verlässt, aber nicht den Verein, sondern bei uns bleiben wird. Er wechselt rüber ins Team Geschäftsstelle. Wir sagen Dankeschön für so viele tolle Jahre und 249 Spiele für Union. Michael Parensen. Und der dann mit viel Technik und Gefühl.